Hallo und herzlich willkommen bei dieser Spannung bei Folge 211 bei Let's Play Minecraft Season 5. Und wir dengeln hier raus. Faster. Schneller geht es nicht. Wirklich unsere Superspitzhacke, ja. Noch einen können wir noch. Und es ist Nacht. Einen Eichenholzbrett können wir mal austun. 47. Aber das machen wir hier noch schnell voll. Was ist der? Ist jetzt schon voll. Hören wir mal schnell zum Aus. Ist ja gleich nebenan. Lol. Kann man mal machen, ne? Ah, nicht ganz nach oben. Muss immer ein bisschen schauen, wie weit ich hier abbaue. Das schaut schlecht aus. Heute werden wir auf jeden Fall anfangen mit Bauen. Ich habe gerade rausgeguckt, wo ich das gerade gesagt habe. Weil es sehr, sehr düster ausschaut und es wird immer dunkler. Und bei mir nimmt auch gerade das Gewitterrisiko zu. Das war vor uns gerade, da war das ungefähr noch einen Kilometer weg, jetzt ist es einen halben Kilometer weg. Da ist die Chance von 64 auf 73 gestiegen. Jetzt ist es 74. Es wird gleich anfangen mit Regnen, schon mal. Das steht schon mal fest. Guck mal. Hier sind jetzt 4 drüber, ne? Ich laufe jetzt einfach mal so durch. Ein nach oben. Und ich habe keinen übersehen. Ich so wie Maschinengewehr. Gibt's denn sowas? Was hat denn das alles drauf? 5 und Glück 2. Achso, das war ja mal der Level 30er Verzauberung hier. Verzauberung. Was ist da überhaupt dabei? Muss mal wieder verzaubern gehen. Level 38. Wird mal wieder Zeit für Verzauberung.
Ja, dein Rico ist da. Ein herzliches Willkommen. Müssen wir ganz kurz mal den Local Channel switchen. So, jetzt haben wir ein Areal, dann können wir doch damit arbeiten, oder? Mit diesem Areal. Erstmal mal ein Foto machen. Oh, jetzt kommen sie alle her, ja, jetzt wird das ja auch voll. Haben Student Gold im Mund. Nee, bei mir ist gerade knapp. Muss mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Macht sich da immer selbst Vorwürfe. Mann, solche Menschen mag ich eigentlich nicht so. Mit solchen Leuten komme ich nicht so klar. Kann man nie so wirklich einschätzen, wie sie gerade denken. Aber das ist unser Enrico, da kann man nichts dran ändern. So, ein Holz haben wir. Ein Holz, Holz, Holz. Glatten Sandstein? Wie macht man denn da mal? So. Macht man. Ach so. Ah. Das Cedric ist wieder allgemein sehr verwirrt. Sehr verwirrt. Ach Mann, ich wollte Platten machen. So, jetzt geht's auf. So, haben wir normalen, gemeißelten, glatten Treppen. Treppen, Stufen. Stufen, Eisen. Fangen wir mal an. Tropenholz wäre eigentlich perfekt für. Fange ich von unten an. Will eigentlich nicht von oben anfangen. Also ich will nicht von oben anfangen. Aber wir können ruhig mal von oben anfangen. Ich tue mal das Bett hier hinstellen. Bäm. Mache erstmal mit Holz, was wir gerade mitgebracht haben. Erg. Eine Leiter braucht man auch, dass wir schneller hoch und runter kommen. Bäm. Fahren wir erstmal nach unten. Leiter. Mal gleich noch was mit hier. So, voll. Mal voll rausgehen. Und Holz. So, lassen wir den hier. So. Mensch, Mensch, Mensch. Machen wir das jetzt hier. So, machen wir das. Und hier. Und hier geht's dann runter. Gut. Machen wir uns mal eine Werkbank. Kurz hier weghauen. Auch mal auf die andere Seite. Erstmal eine Bautruhe. Das steht schon mal fest.
So, das steht schon mal fest. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Holz und Stöcke für ein Schild, was wir jetzt hier platzieren. Kommen jetzt allerdings drei raus. Und zwar, wo platzieren wir denn das mal hin? Am besten hier so, wo es keinen so stört. Oder, kleiner Moment, wir haben jetzt hier ganz schön viele Leute drauf. Da haben wir es jetzt weggepackt. Gemeißelten Sandstein. Wow. Das sind 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind 1, 2, 3. Das sind auf jeden Fall ins Bett springen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Upsala. Nehmen wir den. Ja, hier haben wir erstmal einen Aufgang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist erstmal symmetrisch. Größer möchte ich das eigentlich jetzt auch noch nicht bauen. Auf der Seite 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Alla, die Waldfee. 5, 6. So, wird das ein symmetrisches Gebäude? Das gefällt mir so nicht. Nee, das kommt mal weg hier hinten. Aber ich muss jetzt meine Spitzhacke aus Eisen machen. Das ist mir einfach zu schnell. Oh, bei uns ist gerade die Front genau oben drüber. 13 Minuten nehmen wir gerade auf. Ich habe jetzt mal eine gute Aussicht in die Richtung gegeben. Ich muss mal ganz kurz hier ein kleines Foto machen. Ich bin gleich wieder da. Ganz kurz.
So, da bin ich wieder. Ich muss mir ganz kurz die Vorderfront des Gewitters aufnehmen. Das seht ihr dann alles heute Abend, also nicht heute Abend, ich nehme es ja am Sonntag auf, also am Abend des Sonntages habt ihr es gesehen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt doch mal im Wetterupdate vorbei. So, wir sind jetzt ganz gespannt. Machen wir auch mal 3 Minuten länger heute. Nicht gemeißelte, Sandstein, gemeißelt Sandstein. Der sieht aus wie glatter Sandstein. Hier oben soll ja eigentlich nur der Verkauf, wenn unten ist die Fabrikhalle. Dann würde ich unten auch große Fenster hin machen. Die Fenster sind wirklich so groß, wie hier das Ding hoch ist. Und hier können wir jetzt einfach noch normale große Fenster hin. Etwa so. Weil ich ziehe das hier jetzt mal runter. Kann man ja trotzdem noch so hier lang gehen. So. Nicht wahr? Ich weiß, ich habe mir jetzt eine eiserne Spitzhacke gemacht. Tue ich mir jetzt auch so die unten hinsetzen. Und damit kann man doch viel leichter. Ist zwar nicht die effizienteste, aber die sicherste Variante, das jetzt hier so zu bauen. Und ja, ich habe gerade das ausprobiert hier und da hat man das auch. So, stehe aufs Brot, gehe und da hatte ich den Sandstein. Aber wenn ich diesen Sandstein irgendwo im Inventar habe und ich klicke hier drauf, ihr hört es ja. Es klappt nicht. Es klappt nicht. Über Spark of Phoenix. Es klappt nicht. Egal wie oft du mir es erklären möchtest, auch der Chat unten drunter. Bei mir klappt das einfach nicht. Gut möglich, dass es mit der 1.9 dann klappt, aber ich habe sie gerade nicht. Wir spielen auf der 1.8. Hier der Beweis. Ganz oben 1.8, da drehen wir ein bisschen die Minimap. 1.8 ist sogar die 1.8.0, wo ich gerade drinne bin, persönlich. Gar nicht mal die 1.8.8. Die 1.10 wurde übrigens released. Oh, ganz vergessen zu sagen. Aber so ist es. So, das ist das schon mal oben. Jetzt müsste ich mal hier unten drunter irgendwie, oder? Was mache ich denn? Habe ich denn Sandstein mit? Noch 31? Nee, das machen wir nicht. Sandstein. Nochmal hier mitnehmen. Noch was essen. Wie gesagt, die Folge wird etwas länger. 25 Minuten sind gerade dotiert. Da habe ich einen falschen Moment Shift losgelassen. Kann man mal machen. So, Shift. Nach hinten. 2, 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Und da haben wir es schon. Tun das hier noch schnell hochziehen. So. Jetzt haben wir keinen gemeißelten mehr. Nehmen wir den. So. Autsch. Mal gucken, wo das hier aufhört. Ich setze mir da mal so einen Poller hin.
So. Würde eigentlich aufgehen, ne? Das würde super aufgehen. Dieses Lied heißt übrigens Crystal Clothes von Phantom Sage. Und das kann man sich auf dem YouTube-Kanal von No Copyright Sounds Release anhören. Brauchen Holz, der Mensch, 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 muss man was essen. Da ist der Enrico. Huhu. Ist doch nicht schlimm. Muss man auch schnell ein Bett finden. Essen. Kein Tropenholz, das ist schlecht. Da müssen wir uns mal welches fällen gehen. Hier ist nur Kies drin in den Truhen, möchte ich mal kurz anmerken. Hier habe ich schon ein bisschen was rausgenommen. Hier in den Truhen müsste auch nichts mehr drin sein. Hier ist auch kein Holz von der Trope. Da habe ich noch gar nicht so viel gefällt. Das ist übrigens super aufgegangen, mein Plan. Es hat super funktioniert. Das werde ich schon mit den anderen Bäumen genauso machen. So, jetzt kommt hier mal so ein großer Baum gefällt. So richtig voll gerade hier. Also zur Zeit ist wirklich ein bisschen mehr los. Und es ist nämlich auch sehr schön, dass hier mal ein bisschen mehr los ist mal wieder. Das freut mich total. Wenn man hier mal wieder alte Gesichter sieht. Manche von denen haben jetzt natürlich auch schon einen eigenen Server aufgemacht, weil ja nicht mehr so viel los war. Aber ich hoffe mal. Dass das hier ein bisschen aufwärts geht. Oh ja. Jetzt hat es hier wieder angefangen mit Regnen. Weiß nicht, ob man das hören kann. Kann man das hören? Mal ganz kurz die Musik ausmachen. Ein bisschen kann man es schon hören, ne? Ja. Ein bisschen kann man es hören. Oh ja.
Saplings. Hier oben ist nicht mehr. Hier ist höchstwahrscheinlich noch was. Don't get away this times. Nee. Tja, war der Nase hochgehüpfelt. Warten wir mal. Zwei haben wir schon. Ich werde das. Aha. Also nicht ich, sondern. Oh, da liegt noch ein Setzling. Mein Fenster wird nass. Was ist denn hier los gerade? Das regnet, ja. Komm, ich will kein Minus machen mit diesen Bäumen. Kann natürlich auch gut möglich sein, dass hier draußen irgendwas liegt. Das regnet minimal stark. Also es ist jetzt kein Landregen mehr, es ist jetzt schon stark Regen. Wenn es jetzt noch 5 Stunden weiter so regnen würde, ah, da ist ein Setzling. Ah, sogar 3. Vorne haben wir nichts mehr. Ne? Der Hase überwacht das ja. So schnell wird jetzt das nicht mehr wachsen. Das seht ihr ja noch irgendwas. Seht ihr noch irgendwas bewegen? Alter, warte mal, wie das gerade abgeht. Wisst ihr mal, jetzt richtig hören, oder? Ich muss es ja noch hier. Nee, so. Jetzt müsste ich richtig laut sein, vor allen Dingen. Jetzt kann ich nicht mehr mich so hardcore bewegen. Aber das ist jetzt wahrscheinlich auch das perfekte Beispiel. Ja, das lasse ich mal ja drin. Das ist ja auch für hier. Alles schon geplant. Nämlich der liebe Enrico hat gesagt, ich könnte doch hier die Baumschule, zumindest die Seite mit den Eichen, überdachen. Fand ich eine super Idee, da haben wir so ein bisschen Schriftverkehr gehabt, wie man das dann so machen kann. Ich habe dann zwei Sachen vorgeschlagen, entweder auf den Säulen, das fand er sehr gut, oder auf der Mauer, das fand er noch besser. Aber da muss ich mir noch wirklich mal ein bisschen Gedanken machen, wie ich das dann wirklich mache. Ach so. Das letzte Ding kommen wir hier hin. Nee, hier hin. Nicht, dass wir die mitnehmen. So.
Das Holz kommt mit uns mit. Und so ein Regen sollen wir jetzt die ganze Zeit bekommen. Von heute den Sonntag bis Dienstag. Regen pur. Ich mach mal wieder hier die Musik an. Wir reden auch die ganze Zeit was. So, wo machen wir denn da den Eingang? Hier, mittig? Mittig? Muss erstmal verarbeiten in das hier. Mal kurz Treppen von machen. So. Mal Shift an. So. Wie gesagt, die Folge wird etwas länger. Ich habe schon gesehen, dass wir über die 30 Grad sind. Oh, ich muss vorgehen. So. Immer lang Dienstag. Oder? Nee, lang Mittwoch. Nur rein müssen wir hoch, ne? Ja, das ist die Höhe. Können wir eigentlich hier... Das soll ich jetzt nehmen. Drüber ziehen. Oh ne, das war ein so tief. Verdammt. Autsch. Ein so tief. Muss noch ein Kranz aus Sandstein rum. Tropenholz ist sehr teures Holz. Deswegen gehen wir jetzt noch mal runter. Und dann auch wieder hoch. Und dann noch ein bisschen Sandstein heraus. Nochmal den Kranz hier machen. Aha, hast du gesehen? Ich weiß nicht, ob wir das einen rausziehen, deswegen mache ich das erstmal so. Auf jeden Fall kommt jetzt die Fläche jetzt erstmal hier mit Truppenholz versehen. Stufen ran. Restlichen.
ganz schön viel Holz draufgehen ja bei dem Vorhaben. Gerade die Papiermaschine, da muss ich mir noch ganz genau mal anschauen, wie das funktioniert. Und dann wirklich mal schauen, wie wir das machen. Ich habe schon überlegt, die orangenes Glas einzuwerfen, aber ich glaube, das ganz normale Glas ist da auch nicht schlecht. So. Ich hätte da auch Stufen machen können, wie bei dem Rathaus. Aber da wissen wir jetzt erstmal, wo wir unsere Eichenholzquelle herbekommen für die Stufen da. Nämlich hier aus unserer Villa. So, und dann kann ich auch wieder hinten das Rädchen runterdrehen. Auf Hälfte. Und das ist hoch hinaus, hier, wo wir gerade sind, am anderen Ufer. Drüben ist der Bahnhof, da kann man jetzt auch aufs Dach stieren. Und dann drüben ist das Rathaus. Sind wir jetzt schon fast höher als das Rathaus? Das ist auch ein kleineres Gebäude. Aber ihr findet das Leben im Keller statt, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Kommen wir jetzt hier hoch. Und hier kann man jetzt runtergehen. Sehen, wie das wird, wenn wir jetzt hier rauskommen vor allem. Gibt es nämlich noch keinen offiziellen Weg nach unten. Aber, upsala, das schaut schon ganz gut aus, wo wir hier gerade sind. So, ja, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Müssen wir jetzt hier ein bisschen was abreißen? Also, das anfällt ja. Wem hätte das jetzt auch nicht gewundert? So. Es ist gleich mal richtig kalt geworden hier. Es sind nur noch 15 Grad draußen. Sehen wir einmal an.
Wir haben dir das zugemacht. Okay, da brauchen wir jetzt hier Steinstufen. Und Cobblestein-Stufen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Das war der lange Mittwoch von mir mit den Sekt Elsus und vielen weiteren hier auf dem Server. Ciao, ciao. Abschiedshoster. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.